Ein schnittiger Einstieg in eine neue Folge von Zucker und Salz. Der eine oder andere von euch hat es ja vielleicht mitbekommen. Ich stehe ja so ein bisschen auf Japan, ne? So ein kleines bisschen. Nein! Ja, ja, also so in erster Linie auf diesen ganzen Anime, Manga, JRPG-Kram. Aber auch auf die Sprache, die Kultur und auch das Essen. Blöd nur, dass ich keine Ahnung habe, wie man die eine oder andere japanische Spezialität zubereitet. Aber dafür haben wir unseren André, der ist zu Hause in allen Küchen. In allen Küchen. Auch in der High-Five-Küche. Deswegen machen wir heute was Japanisches. Du hast uns noch nicht verraten, was? Erzähl mal, Fabian Schnibbel nämlich schon drauf los. Yes. Ja. Ich hoffe, ich muss das. Ja, also super. Du machst das Gold. Dankeschön. Du bist mein Mann am Messer, wie immer. Ich habe mir gedacht, weil es ja auch immer ganz nett ist, wenn man ein bisschen länger zusammen sitzen und dann auch essen kann, machen wir heute Abend einfach mal Shabu Shabu. Ah, super. Shabu Shabu ist eine japanische Version von Fondue, also was man bei uns als Fondue kennt. Fondue. Oder auch ein, wie die Asiaten gerne sagen, Hot Pot. Ja. Im Shabu Shabu geht es im Prinzip darum, wir haben nachher Fleisch, wir haben nachher Gemüse. Das wird in einem Topf am Tisch sozusagen zubereitet. Mhm. Es gibt zwei sehr klassische Dip-Soßen dazu, die zum Shabu Shabu dazugehören. Das ist, eine ist eine Ponzu, das ist eine Soße aus Sojasauce und einer normalerweise aus Sudachi. Das ist so eine Bitterorange aus Japan. Wir nehmen heute entweder Zitronen oder eine japanische Zitrusfrucht, die heißt Yuzu. Das schauen wir nachher nochmal. Ja. Und die andere Soße ist eine Sesam-Dip-Soße. Die besteht im Prinzip aus so ein bisschen Sesampaste, Hühnerbrühe, ein bisschen Reisessig, ein bisschen Sojasauce, ein bisschen Zucker und so weiter. Das zeigen wir euch nachher, wie man das alles zusammenschraubt. Ihr seht schon, wir sind hier fleißig am Schnipseln. Im Prinzip ist auch die Idee bei einem Shabu-Shabu immer, man kocht sich beim Essen sozusagen eine Suppe. Das heißt, wir hauen da Pilze rein, wir hauen da Lauch rein, wir hauen da Kohl rein. Kannst du ruhig ein bisschen größer, ne? Die müssen nachher mit Stäbchen aus der Soße genommen werden. Also die können ruhig so, weißt du, solche Schniepel können das ruhig sein. Schniepel, ja, genau. Verstehe. Super. So, und mit dem ganzen Gemüse, was man dann isst, Tofu haben wir auch noch und Fleisch eben nachher, entsteht halt sozusagen so eine richtig fette Brühe. Und in die kommen ganz zum Schluss, kippt man nochmal Nudeln rein und hat dann sozusagen nochmal seinen Topf Udon-Nudeln, den man sich dann reinziehen kann. Wir haben sogar ein paar richtige, authentische Udon-Nudeln gekauft. Das sind Weizennudeln aus Japan, nicht unähnlich Spaghetti oder Linguine, kann man auch sehen, sind ein bisschen breiter. Und die kann man auch tatsächlich als Ersatz nehmen. Also wer jetzt nicht gerade Udon irgendwo findet, die sind auch normalerweise, ehrlich gesagt, ziemlich teuer, der kann auch ganz normale Linguine nehmen oder etwas dickere Nudeln. Kein Thema. So, ich finde ja so Essen immer schön, weil das so, weil man da so viel gemeinsam einfach machen kann, ja, und das brutzelt so vor sich hin. Das ist ja in Japan sowieso so gang und gäbe. Also, dass man das nicht jeder, so wie in Deutschland, sich seinen Schnitzel mit Pommes bestellt und dann wird drauf losgefuttert, sondern es gibt ja ganz oft, dass man einfach so kleine Portionen für den ganzen Tisch bestellt. Ganz genau. Davon drei, davon fünf und so weiter. Und dann ist das halt so, jeder snackt so ein bisschen und ganz halt unglaublich. Ich finde das auch saugeil bei den Chinesen, die ja dann immer diese Drehplatten auf diesem runden Tisch haben, sodass du die ganzen Speisen einfach nur in der Mitte hast und jeder dreht sich sozusagen seinen Teller und frisst dem anderen das Zeug weg. Das ist eigentlich, finde ich, eine super Sache. Ich bin sowieso ein großer Freund von dieser Kultur zu sagen, alle essen alles, wenn man gemeinsam essen geht. Damit ich nicht immer bei anderen auf den Teller schielen muss. Und ich habe immer das Problem bei so einer Speisekarte, ich will dann irgendwie am liebsten vier Sachen essen und muss mich halt für eine entscheiden. Ja. Und ich finde es einfach viel cooler, wenn man sagt, man bestellt acht Sachen und jeder isst von alle mit. Also das, finde ich, machen die Asiaten echt cooler. So, während ihr hier das Gemüse schneidet, die wichtigste Zutat ist natürlich Fleisch. Ja, nice. Genau. Aber nichtsdestotrotz machen wir das natürlich auch in vegetarisch, ne? Weil genau, also es gibt ja genug sagen wir es mal so, Shabu Shabu ist dann schwierig, wenn man Leute dabei hat, die ihr Gemüse nicht mal in eine Brühe tunken wollen, in der auch Fleisch ist. Dann wird es schon schwierig, da muss man wirklich zwei Töpfe nehmen und in einem dann halt das Gemüse machen. Ne? Es kommt immer darauf an, wie vegetarisch ist so ein Vegetarier. Ne? Akzeptiert der eine Fleischbrühe, wo er irgendwas reintunken kann? Wie vegetarisch ist denn so ein Vegetarier? Ja. Ist da mal nicht Schnitzelchen pedantisch drin? Genau, also, oder gar nicht? Wie gesagt, das Problem ist, wie dogmatisch sind halt Leute. Ich kann das schon verstehen, wenn Leute dann sagen, aus Prinzip,
Ja, wollen sie gar nicht. Na ja, klar. Da muss man halt eben zwei Töpfe machen. Aber ich sage jetzt mal, wenn man jetzt sagt, das Rinder in irgendwas reintunken, wo auch Rindfleisch drin war, ist denen jetzt wurscht, dann kann man einen Topf. Ja. André, wenn wir mal so, machen wir mal so ganz oder noch mal halbieren? Ne, so finde ich eigentlich so gut, diese Ringe. Ja, finde ich cool. Das löst sich so. Ja, alles auf. Also, das Wichtigste ist natürlich Fleisch. Fleisch. So, ich sag jetzt mal, in Japan hat man natürlich überall in den Läden das Fleisch, was man sozusagen schon fertig kaufen kann für Shabu-Shabu. Es gibt auch hier Asialäden, wo man das vor allem tiefgefroren kaufen kann, so Shabu-Shabu-Fleisch. Das kann man machen, das ist auch wunderbar in Ordnung. Ich finde allerdings, es ist relativ günstig, also zumindest die meisten, die ich kenne. Und qualitativ, sagen wir jetzt mal, ja, man kann es essen. Ne? Wenn man den Luxus hat und einen guten Metzger kennt oder sonst irgendwas, dann empfehle ich grundsätzlich irgendein gutes Entrecote beispielsweise zu suchen. Das ist jetzt nicht super mega teures Fleisch. Ne? Wichtig ist, es sollte so marmoriert wie möglich sein. Also es gibt halt Entrecote, das hat dann so eine dicke Fettschicht hier. Und es gibt aber auch welches, wie jetzt hier, wo man sieht, dass das Fett sozusagen so richtig geil hier so durchzogen ist und so marmoriert. Und der Gag daran ist, wenn man das nachher durch die heiße Brühe zieht, löst sich sozusagen das Fett so ein bisschen auf, ne? Macht die Brühe richtig geschmackvoll und das Fleisch schön mager und dann zieht man sozusagen durch die Soßen. Und das haben wir jetzt hier mal gekauft. Viele Supermärkte, viele Metzger machen das zumindest. Also das hier ist 3 mm dick aufgeschnitten. Normalerweise in Japan isst man es gerne auch noch dünner. 3 mm ist aber so eine Größe, die kriegt man noch geschnitten mit so einer Wurstschneidemaschine, ohne dass man das Fleisch vorher frieren muss. Ne? Und 3 mm hatte ich mal als Haarlänge. Das fand ich normalerweise auch immer als Haarlänge. Ja. Ne? Genau. Damals auch mit der Wurstschneidemaschine. Natürlich. Auch mit immer mit der Wurstschneidemaschine geschnitten. Ne? Genau. Wie gesagt, in dem Fall, das müsste eigentlich jeder Metzger oder jeder Supermarkt machen. Was wir jetzt so ein bisschen machen, ist, mit dem Fleisch müssen wir ja noch gar nichts machen, weil es wird ja am Tisch gekocht. Ich habe es vorhin schon gesehen, du machst Rollchen. Das heißt, wir machen jetzt hier so eine kleine, damit es ja ein bisschen hübsch aussieht. Ich habe hier schon mal angefangen, das machen wir jetzt weiter, weil wir haben ja ein kleines bisschen Fleisch. Ne? Wir machen jetzt hier sozusagen so eine kleine Fleischpyramide, wenn man so will. Ja, das heißt, geil, Fleischpyramide. Genau. Super. Wir hatten ja nicht den Dönerspieß, nachdem viele Leute geschrien hatten, ne, als wir das Shawarma gemacht haben. Wenn schon kein Dönerspieß, dann können wir jetzt wenigstens die Fleischpyramide machen. Aber das ist ja tatsächlich auch das, was dieses japanische Kobe-Rind so ausmacht, dass das so ganz korrekt marmoriert ist. Genau, ne? Das Kobe-Rind ist halt so geil, oder dieses Wagyu, weil das sieht ja schon fast weißlich aus, weil es so krass marmoriert ist. Ne? Und ich meine, in Japan ist das schon ganz geil, wenn man da Shabu-Shabu essen geht, weil die haben dann teilweise diese geilen Riesenflatschen Fleisch, total hauchdünn, die du da am Tisch kriegst. So ein Fleisch, das ist halt echt schwer hier zu bekommen. Ich wollte gerade sagen, also, weil dieses Kobe-Rind, das kriegt man in Deutschland so gut wie gar nicht, weil es viel zu teuer ist. Oder? Richtige richtige Kobe-Rinder gibt es schon mal gar nicht in Deutschland, weil die haben Exportverbot. Also die gibt es überhaupt nicht außerhalb von Japan. Genau, das meine ich. Es gibt Wagyu, das ist im Prinzip halt, soweit ich das verstanden habe, ich bin da jetzt auch kein Mega-Experte, die Rasse sozusagen, die ist vor allem in Australien, glaube ich, relativ viel und so. Und in Amerika sozusagen wird die auch gezüchtet. Und Wagyu-Beef, das kriegt man halt schon auch hier. Aber ganz ehrlich, das kann keine Sau bezahlen. Das sagen eben auch die Leute in so renommierten Steakhäusern. Die sagen, also sie werden immer mal wieder danach gefragt von Kunden, was ist mit Kobe-Rind. Ja. Die sagen dann eben auch, ja, das ist, würde wahrscheinlich weggehen wie geschnitten Brot, aber es ist einfach zu teuer. Ja, Japan ist ja ohnehin, was Lebensmittel angeht, so irrsinnig teuer. Ja, ja. Also wobei auch das, ja? War in Japan und da haben die im Supermarkt, sollte die Melone 50 Euro kosten. Melone. Ja gut, Melone. Die war natürlich auch eine gute Melone. Ja, genau. Wobei ich immer sagen muss, mir haben das ja auch Leute immer gesagt, Japan sei so teuer, ne, wenn man da hinfährt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es natürlich auch ein bisschen drauf ankommt, was man da halt isst. Wenn ich halt irgendwo in Tokio oder in Roppongi in irgendein Steakhouse gehen will, gut, dann muss ich mich natürlich nicht wundern, kostet halt ein Steak 60 Euro. Ja? Ja. Aber wenn man, so wie wir das regelmäßig gemacht haben, in irgendwelche Nudelhäuser geht, wo so speckige Plastikspeisekarten sind, wo nur Bildchen sind, auf die man drauf zeigt und man hofft, dass man das Richtige erwischt, ne? Dann muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich schon die geilsten Nudeln für, keine Ahnung, 3 Euro gegessen. Das ist dann gar nicht so teuer und das gehört ja auch zu der Erfahrung dazu, eben in diese kleinen Nudelrestaurants. Ja, total geil. In Tokio gibt es ja ganz viele so wirklich winzig kleine Restaurants, wo dann so maximal 10, 15 Leute reinpassen. Und da ist das Essen dann auch wirklich nicht so teuer. Aber es gibt auch die richtig teuren Nudeln. Ja, genau. Ich war mal mit der Gruppe. Kennst du die Ninja-Restaurant? Ja, super. Aber erzähl du erstmal. Ja, ich war mal mit 7 Leuten in Tokio essen. Ich glaube, ich als Deutscher, da noch 5 Briten und 2 Japaner. Und da waren wir in einem Irish Pub, so als auf Irish Pub gemacht. Und da spielte eine japanische Beatles-Coverband. Geil. Und Leute, so kleine Japaner. Das klang total echt, wenn du nicht hingeguckt hast. Das
das sind halt die Beatles, die hatten wahrscheinlich keine Ahnung davon, was die da eigentlich singen. Und wir haben mit diesen 7 Mann in 1,5 Stunden 1.000 Euro da gelassen. Wahnsinn. Für Fish and Chips und ein paar Bier. Aber du musstest nicht bezahlen. Ich musste nicht bezahlen. Ähnlich war es im Ninja-Restaurant, allerdings war es da kein Fish and Chips und kein Bier, sondern es war richtig, richtig geiles Essen. Es war eben auch Kobe-Rind. Und das Geile war, wir wurden da in so ein... Also in so einen Raum geführt, also das war so eine Art Empfangshalle halt irgendwie. Und da stand lediglich eine Dame an einem Tresen und sonst war da nichts in diesem Raum. Wir kamen da rein mit unserer Reisegruppe und dann sagte die Dame, ah, wir sind Personen 10, alles klar, ja, kleinen Moment warten. Und plötzlich, und das ist kein Witz, ging oben an der Decke ging so eine Luke auf und da kam dann so ein Ninja runtergesprungen. In kompletter Montur mit seinem Katana, mit seiner Maske. Und dann hat er uns erstmal durch so einen Tunnel geführt, da waren dann so Fallgruben und so eine Zugbrücke und pipapo. Und wir kamen dann in einem unterirdischen Ninja-Dorf raus. Die haben da wirklich ein komplettes Dorf aufgebaut und haben es da halt komplett so durchgezogen. Also die sind dann auch so am Tisch aufgetaucht, so Rauchbombe und plötzlich stand so ein Ninja am Tisch und hat dann die Bestellung aufgenommen. Mal, das war Event-Gastronomie in einer neuen Dimension. Absolute Wahnsinn. Und was kriegen wir? Irgendwelche komischen Schuhbeck-Theater. Ne? So schaut es also wenn Event-Gastronomie, dann bitte mit Ninjas, oder? Ja, also oder wenn Zombies. Ihr mal alternativ oder auch Zombies. Zombies, gerne, ne? Auch super. Ist aber beim Essen irgendwie ein Kack-Kontext, so finde ich. Aber gut. Mit den Zombies? Ja, ja. Aber ja, aus Japan haben wir ja unendliche Geschichten. Also ich kann auch gerne, das mache ich mal nachher beim Essen, die Geschichte erzählen, wie ich mit IDG, mit dem damaligen IDG-Chef von Japan hinterher in dieser Karaoke-Bar gelandet bin. Mit den ganzen komischen japanischen Agenturleuten, ganz großartig, erzähle ich nachher beim Essen, weil wir müssen ja auch noch Soßen machen, das ist nämlich das Wichtigste. Jetzt habt ihr uns ja hier ein bisschen beim Fleischrollen zugeguckt. Da haben wir uns verratscht wieder jetzt hier. Zugegeben, das Fleischrollen ist wichtig, aber jetzt auch nicht die anspruchsvollste gastronomische Profitätigkeit, die man jetzt hier so irgendwie machen kann. Wir müssen das aber natürlich trotzdem noch zu Ende machen, das machen wir auch. Und danach zeige ich euch, was man genau hier an Soßen zaubert, damit wir hinterher auch direkt lecker essen. So, Männer, Salat, Gemüse ist geschnibbelt, Fleisch ist gerollt. Jetzt fehlt noch was zum Dippen. Gerollt, das ist so geil. Das ist aber geil geworden. Die Fleischpyramide. Ich hab schon so einen Bock da drauf. Aber Fleischpyramide muss unbedingt als Tag in dieses Video, damit wenn jemand Fleischpyramide sucht, ist er gleich bei uns raus. Oh, auf jeden Fall, wir müssen das Top-1-Video bei Fleischpyramide sein. Ja. Oh, das bewegt sich schon, das lebt noch. Der Will, du hast kaputt gemacht. Yeah. So, aber vor der Fleischpyramide liegt noch die Arbeit. Wir machen Soßen. Wir fangen an mit der Sesamsoße, die klassisch zu einem Shabu-Shabu dazugehört. Dafür nehmen wir Sesampaste. In dem Fall habe ich jetzt mal die Tahina-Variante, also die orientalische sozusagen, also Sesampaste genommen. Die nehme ich immer dafür. Keine Ahnung, was die Japaner so nehmen. Ich glaube, das ist genau das Gleiche. Heißt wahrscheinlich nur anders. Davon nehmen wir mal, ich sage jetzt mal so gute, keine Ahnung, 6 Löffel oder sowas. Was immer sich gut anfühlt. Vielleicht du machst auch das weniger. Eh alles immer nur so aus. Ja, ja. Wir schmecken es eh nachher ab. Also wir machen es nachher, bis es gut schmeckt. Sieht aus wie Senf. Ein bisschen, ne? Stimmt, schmeckt aber nicht wie Senf. Schmeckt tatsächlich, wenn man es roh isst, echt ein bisschen. Kannst du mal, warte mal, ich gebe dir mal einen kleinen Löffel. Aber Vorsicht, das zieht dir echt die Backen zusammen. Das ist, Ich kenne das, das ist ganz schön herrlich. Das schmeckt wie Erdnussbutter. Ein bisschen. Und dann schmeckt es plötzlich ganz anders. Ja, weil es zieht hier halt irgendwie so ein bisschen alles zusammen. Ne? So, jetzt haben wir also diese Sesampaste. So pur ist das schon eine harte Nummer. Genau. Mhm. Dann nehmen wir ein bisschen Sojasauce. Ich würde in dem Fall eher. Milde Sojasauce nehmen, weil Sojasauce ist ja auch längst nicht Sojasauce. Ne? Richtig. Es gibt halt verschiedene Sorten Sojasauce. Es gibt, und das hier ist eine Shoyu. Eine Shoyu, das heißt eine etwas mildere japanische Sojasauce. Davon nehmen wir jetzt mal. I show you. Thank you, come again. Ja, wenn André. Ich habe mir gerade verkniffen. Das ist echt den Shoyu. War doch klar. Also, ja. Bitte. Wo sind wir denn? Von euch zwei kann man sich immer verlassen. Ja, ne? Wenn es um flache Gags geht. Ja, dass der am Start ist. Ne? Ja. Reisessig? Ich auch? Ja. Furchtbar gerne. Ja! Und schon versagt. Schon versagt. So, davon ein bisschen weniger erstmal, ne? Pop, rein damit. was brauchen wir noch? Ach so, genau. Ich habe mal wieder von zu Hause bisschen Hühnerbrühe aus meiner Tiefkühltruhe mitgebracht. Man kann natürlich auch welche nehmen, die man im Laden kauft. Man kann
Auch Instant nehmen, wenn es gute ist, bitte. Ne? Weil es geht hier darum, dass man ein bisschen Würze da reinkriegt. Ne? Die darf aber nicht zu flüssig werden. Das heißt, entweder so ein Fond auch mal ruhig noch ein bisschen einreduzieren oder eben halt irgendwelche Instant-Brühe nehmen. Aber wie wir gesagt, haben ja in unserer ersten Folge, haben wir ja, wenn ihr es nicht gesehen haben solltet, haben Fabian und ich diese Hühnchenkeulen da entbeint. Heißt das so? Entfleischt. Ja. Ja. Und da kann man ja wunderbar sowas draus machen. Können wir vielleicht an dieser Stelle mal verlinken. Könnt ihr hier sehen, die erste Folge von Zocker und Salz. Da kann man sich das nochmal anschauen, ja, wie sowas funktioniert. Gut. Das riecht aber lecker. Genau. Wenn das jetzt so ein bisschen klumpt, kannst du das mal eben ganz kurz filmen, ne? Nicht Sorgen machen, das passt schon. Das kann man nachher dann durch mehr Flüssigkeit und so, kriegt man das also locker alles wieder cremig. Das heißt, entweder man nimmt noch ein bisschen mehr Hühnerbrühe oder man nimmt nachher einfach noch ein bisschen Wasser, das kann man auch machen oder so, ne? Und rührt es nachher einfach alles fröhlich so lang, bis es irgendwie wieder cremig ist. Also cremig, dickflüssig soll das werden. Ja, genau. Ich kann jetzt schon sehen, da ist jetzt wahrscheinlich ein Ticken zu viel Sojasauce drin, weil die sollte nachher wirklich eine helle Sesamfarbe haben und nicht so dunkel. Sieht das hier wieder aus, André? Sojasoßenmäßig sein. So sieht das halt aus, wenn ich koche. Gibt's doch nicht. Ja. Zum Glück habe ich dich nicht geheiratet. Ja. Fängt er wieder an, dass seine Frau ihm hinterher putzt. Ja, Nino wieder, ist, Nino gibt er wieder damit an. Ey, Nino ist viel schlimmer. So, jetzt ist langsam Zeit, das einmal zu probieren. Er sieht aber wirklich immer mehr aus wie Erdnussbruder. Und? Mhm. Schmeckt noch überhaupt nicht. Schön. Und da kommt wieder der schnelle Vorlauf. Ja, ja, kein Stress. Ein bisschen was davon machen wir noch rein. Was ist das? Reisessig. Ah ja. Und wenn irgendwas nicht schmeckt, gibt es immer eine super Maßnahme, nämlich Zucker. Zucker schadet nie. Ja. Doch, eigentlich schadet Zucker schon. Oder mit Käse überbacken im Zweifel. Genau, mit Käse. Wir haben noch ein bisschen Käse. So ja, wenn alles drin gereift, dann haben wir einfach den guten. Genau, dann hauen wir den guten. Ein bisschen Parmesan, wie wir bei Jamie Oliver gelernt haben. Ein bisschen Parmesan, ein bisschen Olivenöl, ne, rettet alles. Ja. Auch so eine Sesamsoße. Oder wir machen hier einfach einen Jump Cut. Aussehen muss es tatsächlich so. Das ist alles schon cool, cremig und so weiter. Wir schmecken das jetzt noch ein bisschen ab und dann machen wir gleich noch die Ponzu. Ponzu! Ponzu! Man muss ja, wenn man Japanisch spricht, muss man immer so sprechen. Wenige Stunden später und wir machen jetzt die Ponzu. Ponzu! Ponzu! Genau, die Sesamsoße steht, jetzt brauchen wir noch die Ponzu. Ponzu ist im Prinzip eine Soße, die besteht aus Sojasauce und einer Zitrusfrucht. Ich habe eben schon gesagt, eigentlich Sudachi, Bitterorange. Heute gönnen wir uns mal was ganz Besonderes. Yes. Wir haben uns nämlich bei dem Japan-Internetladen meines Vertrauens Luftblasen gekauft. Luftblasen gekauft. Auch. Gut. Und wir haben uns Yuzu-Saft gekauft. Yuzu ist so eine Art, auch eine japanische Zitrusfrucht. Saugeiles Zeug. Den werden wir völlig dekadent gleich benutzen, um diese Ponzu anzurühren. In dem Zusammenhang habe ich auch übrigens bei dem Japan-Laden meines Vertrauens mal eine Runde Sake eingekauft, weil ich mir dachte, wenn wir heute schon Shabu-Shabu machen, dann müssen wir wenigstens das Passende trinken. Sehr gut. Ich habe dafür mal, weil über Sake herrschen ja auch viele Missverständnisse. Ne? Also ja, das ist so nach dem Motto, viele Leute denken, dass dieses lauwarme Zeug, was man irgendwie ab und zu im Sushi-Laden kriegt, das hat mit Premium oder mit normalem Sake, den die Japaner so zum Essen trinken, wenig zu tun. Guten Sake trinkt man nämlich kalt. Und ich habe hier einfach mal ein paar Sorten besorgt, die wir uns dann gleich gepflegt. Ja, schön reinbechern, ja. Wir verkosten. Super, trinken wir mal kalt. Ja. Genau. Ja. Gleich wird verkostet. Ja, natürlich. Genau. Ja. Aber erstmal machen wir Ponzu. So, also, dazu nehmen wir wieder Sojasauce. Wir nehmen wieder die Shoyu, die ich eben schon hatte. Ne? Schön ein bisschen was rein, ein bisschen was rein, ein bisschen was rein. So, neben der Sojasauce brauchen wir jetzt eigentlich für so einen Dip Dashi. Dashi ist Fischbrühe. Das ist ungefähr so das, was die Japaner benutzen als Grundfond, wofür wir irgendwie Rinderbrühe, Hühnerbrühe, Gemüsebrühe oder so nehmen würden. Die Dashi besteht normalerweise aus so Kombu-Seetang. Da sind diese Seetang-Platten, die habt ihr vielleicht schon mal gesehen, ne? Mhm. Und Bonito-Flocken. Bonito ist ein Fisch.
Und die, der wird dann sozusagen. Oder? Ja, genau, Thunfisch. Ah, und die, das, ja, wird getrocknet, das wird getrocknet und so ganz fein geschabtes Fleisch. Schabu, schabu. Und diese Flocken tut man in kochendes Wasser, lässt es einmal aufkochen, ein bisschen sacken, ein bisschen stehen und dann gibt es Dashi. Und ich kann euch sagen, ich habe das schon öfter selber gemacht, das stinkt so unfassbar ekelerregend. Geil. Aber die Brühe schmeckt gut. Dummerweise, und jetzt ist mir nämlich heute das passiert hier zur Vorbereitung auf die Show, was wahrscheinlich vielen Leuten von euch auch passieren wird, wenn ihr versucht, das nachzumachen. Es gab keine Dashi. Es gab auch keine Bonito-Flocken und es gab auch keinen Kombu-Seetang. So, deshalb machen wir bisschen Burger. Doof. Ja, genau. Deshalb lassen wir den ganzen Kram jetzt sein und machen jetzt nochmal Pizza. Ja. Nein, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen improvisieren. Was man ja normalerweise, das Shabu-Shabu nachher, der Topf, in dem man das macht, ist normalerweise Wasser, in das man auch ein paar von diesen Kombu-Seetang-Blättern macht. Die kriegt ihr normalerweise schon in bestimmten Märkten. Nicht wundern. Nicht wundern, das ist nur ein Telefon. Das macht gar nichts. Das ist ein Telefon vom Kameramann. Gut, habe ich schon gefragt, wo wir das nächste Bier herkriegen. Ja, vom Kameramann. Danke, Bernie. Und da steht dann oft dran, dass es ein Badezusatz sei. Also bei Kombu-Seetang steht dann dran, so Badezusatz. Das liegt, zumindest so wie ich mir das angelesen habe, und ich glaube es auch heute noch so, daran, dass es halt so wahnsinnig jodhaltig ist. Mhm. Und das ist damit sozusagen über den Grenzen für Lebensmittel in Deutschland. Ah, ja, ja. Deswegen dürfen sie das in Deutschland nicht als Lebensmittel verkaufen. Das steht auch auf den Dingern drauf, ne, dass man das auch gerade an kleine Kinder füttern soll. Genau. Das ist auch in dem Zusammenhang wichtig. Braucht ihr euch nicht von irritieren lassen, kann man natürlich trotzdem nehmen. Ist aber in dem Zusammenhang wichtig, weil ich habe jetzt mal freestyled. Ich habe mir jetzt einfach irgendwelche Algen besorgt. Die haben wir jetzt gekocht. Und es geht ja nur darum, dass man so ein bisschen diesen leicht algigen, fischigen Geschmack so zumindest von der Note da drin hat. Bevor ihr da draußen freestylt, bitte Vorsicht, weil der Jodgehalt von diesen Sachen ist wirklich hoch. Ja, das heißt, bitte lieber alles, was ihr mit Algen macht, nach Packung zubereiten und nicht irgendwie wild anfangen zu freestylen. Ja, weil unsere User dann, was sind uns sehr einem dann? Naja, ich sag mal, wenn ich einfach viel davon esse, also wenn ich wirklich, wenn ich jetzt zum Beispiel mir das, die Schale hier ansetze und weggurgle, ich weiß nicht, wann man Jodschock kriegt und wann man zu viel Jod zu sich nimmt. Challenge accepted! Genau. Dann verwandelt sich in mehr. Du hast zwei Kinder, du musst das im Hinterkopf behalten. Ne? Ah, die Kinder. Nein, das ist natürlich, also ich sage jetzt mal, es dauert schon eine ganze Weile, bis man sich mit Seetang und Algen töten kann, ja. Dennoch sollte man berücksichtigen, wir essen nicht so viel Jod wie die Japaner, ne? Wir sind das auch von der ganzen Ernährung nicht gewohnt, man sollte da also schon ein bisschen vorsichtig mit sein. Also ich würde jetzt nicht unbedingt so einen Algensudtopf nehmen und ansetzen, also bitte, bitte echt vorsichtig mit sein. Wir, das seht ihr jetzt auch gleich, brauchen auch gar nicht so viel. Ich finde, das schmeckt gleich auch noch viel besser. Ich freue mich jetzt richtig aufs Essen. Man weiß, man kann es mal drauf gehen. Ja, genau. Ja. Ne? Brauchen wir noch ein bisschen Kugelfisch? Ja, genau. Ein bisschen Kugelfisch zum Dippen da rein. Ne? Also wir nehmen jetzt hier einfach nur so ein paar Löffelchen, weil es soll ja, wie gesagt, nur so ein bisschen diese Note geben. Und dann nehmen wir halt so ein bisschen was von diesem geilen Saft. Ich bin da immer noch nicht drüber weg, dass das heißt, ich habe jetzt hier einfach irgendwo ein paar Algen genommen aus meinem Garten oder was. Nein, ich habe ein bisschen aus dem Garten. Ja. Nein, die heißen, ich habe Arame genommen. Das waren irgendwelche Algen, die ich gefunden habe. Und mei, es ist auch am Ende wurscht. Man sieht hier noch die Überreste im Topf. Ja, genau. Ich habe auch, also wir nehmen die auch hier, guck mal, die sind jetzt ein bisschen eingeweicht gewesen. Wir nehmen die jetzt auch nachher her, um damit ein bisschen dieses Wasser zu aromatisieren, wo wir dann das Shabu-Shabu drin machen. Mhm. So wie man das mit so Seetangplatten machen würde. Das ist jetzt sicherlich nicht die authentische japanische, aber wir sind auch keine Japaner und wir sind auch keine Köche. Wie man immer mal wieder betonen sollte an dieser Stelle. Hm. Wir wissen eigentlich... Wir schon! Ja! Ihr seid alles und noch mehr. Genau, so, und das probieren wir jetzt mal ganz kurz. Ich will ja auch kosten. Alter, ich irgendwie nicht. Das ist immer so, dieses, ist das ein Traust du dich? Das ist ein Alter, ist das, das ist ganz schön heftig. Ich habe es übrigens auch noch nie mit diesem Yuzu-Saft gemacht, weil der ist normalerweise echt, also unter normalen Umständen, sage ich jetzt mal, würde ich eine Zitrone auspressen, ganz profan. Ich würde eine Zitrone nehmen, Zitronensaft, die ist noch viel zu sauer. Ja. Ja, ich sag ja, der ist ganz schön heftig, das Zeug. Also, aber auch da wieder, wie habe ich eben schon gesagt, nichts, Zucker. Was man nicht mit Zucker richten Zucker. Könnte. Na klar. Bier. Genau. Bier. So, auch das gibt's ist so nicht. Ähnlich wie eben jetzt. Ihr seht die Zutaten. Man nimmt Sojasauce, man nimmt ein bisschen Zitronensaft, also einfach Zitronensaft auspressen. Dashi, wenn man sie kriegen kann. Ansonsten, es gibt auch übrigens Instant-Dashi in vielen Asiamärkten. In München ist es tatsächlich gar nicht so leicht, da wo wir sitzen, manchmal das Zeug zu finden. Gesegnet, wer in Düsseldorf wohnt, ne? Düsseldorf, größte japanische Community in Deutschland. Da geht man einfach irgendwo da auf die, wie heißt die, Immermannstraße oder so, einladen nach dem anderen. Zeug kostet auch nur die Hälfte von dem, was in München kostet. Wie bei allem halt. Genau, aber wir müssen halt hier jetzt mal ein bisschen improvisieren. Wir rühren das jetzt hier noch so ein bisschen zusammen, bis es schmeckt. Ich hol da mal den Lappen. Genau, du holst ja mal den Lappen, damit Nino das ausnahmsweise mal nicht machen muss. Ja, ne? Danke. Der guckt, der hat, war schon...
Warst zuckt ihr schon? Du warst schon am Zucken. Ja, habe ich mitbekommen. So, wenn diese Ponzu dann jetzt zusammengerührt und geil ist, das ist übrigens ein Dip, den nimmt man für alles Mögliche her. Da kann man mariniertes Grillfleisch rein dippen. Und was man vor allem ziemlich geil machen kann, auch im Sommer, das würde ich gerne noch ganz kurz zeigen, bevor wir dann essen gehen, ist es mit ein bisschen richtig geilem Tofu zu essen. So, und jetzt kann ich schon wieder den einen oder anderen hören, der so, ne, Tofu, ja, widerwärtig. Ich würde gerne kurz eine Lanze für den Tofu brechen, weil eine viele Tofu-Lanze, also. Eine Tofu-Lanze brechen. Wobei Tofu brechen ist jetzt auch nicht Tofu so schwer. Tofu brechen passiert kriegen wir immer, wenn ich es esse. Ja, genau. In Kombination mit dem Sack. Viele Leute kennen halt diesen gräulich-bräunlichen Tofu, der auch gerne mal so als Fleischersatz verkauft wird oder so. Und das Zeug kann man tatsächlich nicht essen. Damit würde ich persönlich Löcher in den Wänden verputzen oder so. Aber besser wird es schon, wenn man wirklich relativ authentisch gemachten Tofu hernimmt wie den hier, der ist schon relativ solide, aber immer noch sehr. Darf ich schon mal also schon weiß, ja, der schmeckt ja sehr, sehr neutral. Weil der ist aber dann noch geiler, oder? Ja, den würdest du braten. Also den hier kannst du natürlich auch so essen, aber den hier würdest du eher hernehmen und ein bisschen anbraten und dann in eine Suppe tun oder sonst irgendwas machen. Es gibt den auch geräuchert mit Speck. Hallo, Geschmack. Ja, genau. Also so, es gibt den auch geräuchert. So, Maxi hat erzählt, sie kauft dann immer den mit Speckgeschmack. Maxi so, kauft alles mit Speckgeschmack. Ne? Maxi kauft auch. Genau. Was aber dann tatsächlich ganz geil ist, das hier ist der Seidentofu. Seidentofu benutzt man vornehmlich für Suppen und so. Der schmilzt auch relativ leicht. Und den kann man zum Beispiel eisgekühlt im Sommer. Also der sieht auch schon so ein bisschen aus wie Pudding. Ne? Und den würdest du gut gekühlt im Sommer mit so einer Ponzu. Ich habe jetzt übrigens nicht probiert, ob die mittlerweile schmeckt. Das ist jetzt auch keine Geschmacksexplosion, finde ich. Aber der hat noch ein bisschen mehr Geschmack als der Schwamm hier. Und du würdest den im Sommer zum Beispiel eben. Und zum Grillen ganz geil mit so einer Ponzu. Muss man sagen, ist ja auch natürlich, es geht ja auch ein bisschen darum, ist halt einfach wahnsinnig gesund. Und es ist so, mit der Ponzu finde ich so eine ganz geil erfrischende Sache. Ist jetzt nichts, was ich mir jeden Tag machen würde. Nee. Ich hole gleich das Fleisch aus dem Kühlschrank. Jawohl, danke. Bitte, ja. Gut. Also, ich habe versucht, eine Lanze für den Tofu zu brechen. Ja. Hat nicht geklappt. Nee, nicht aber wir nehmen das Loben zur Kenntnis. Ja. Fleisch halt, ne? Ja. Schon klar. Wir haben unsere Ponzu gerührt, die schmecken wir jetzt noch ein bisschen ab. Hier ist unser geiler Sake, den nehmen wir gleich mit zum Verkosten. Da ist unser geiles Gemüse. Ich nehme jetzt noch das Fleisch aus dem Schrank. Die Fleischpyramide, ja? Jo! Wow. Wir können jetzt noch ein paar kleine Schnittlauchröllchen säbeln. Und dann setzen wir das Wasser an. Und dann würde ich sagen, geht's endlich los, ne? Jawohl. Dann würde ich sagen, wird gegessen. Jo. Ich habe jetzt Mühe gemacht, den weiten Weg von meinem Schreibtisch hierher, das sind glaube ich 3,5 Meter und ich habe gedacht, hier gibt's Fleisch. Ich sehe Gemüse, ich sehe Wasser, ich sehe Tofu. Wo ist das Fleisch? Da ist das Fleisch. The Meat. The Meat ist in the building. Yes. Wow. So, dann André, erklär doch mal kurz, was wir jetzt machen. Wir machen im Prinzip Fondue, das heißt, der Topf kocht. Wir nehmen also hier einfach mal so eine Scheibe Fleisch, kippen das da so ein bisschen rein. Und das kann ruhig ein bisschen rosa sein, das ziehen wir da so durch. Ich sehe es nicht mehr. Das sind jetzt so 30 Sekunden wahrscheinlich. Und ja, genau. Und dann ziehen wir das raus und dann sucht man sich eben einen von diesen beiden Dips aus. Ich will vermeiden aufzustehen, sonst schimpft der Will. Warte. Tunkt es da rein und isst. Oh, es zerbrennt schon. Und wie ist es? Aha. Saugeil. Ja, dann lass schwimmen, dann kannst du den Rest haben. Okay. Und das Gleiche macht man im Prinzip mit dem Gemüse, schmeißt einfach mal gleich einen Stapel davon rein. Ich hau gleich mal ein bisschen was rein, ja? Man muss immer ein bisschen gucken, dass das Ding weiter kocht. Ne? Darf ich das mit den Händen machen? Ist das ja, okay? Dass das Ding weiter kocht. Weil im Prinzip... Was? Also der Name Shabu Shabu ist eigentlich lautmalerisch und steht für Zisch Zisch. Weil die Japaner haben immer diese Töpfe mit dieser Röhre in der Mitte, ne? Und dieses Zischen durch das kochende Wasser und so, wenn man das Fleisch sozusagen da durchzieht und zischt, das ist das Shabu-Shabu. Dafür so habe ich das zumindest. Das ist aber oft so. Es gibt da auch diese Automaten. Ja, ja. Ist nicht Pac-Man auch sowas? Kommt das nicht von Paku Paku? Doch, das genau. Mampf, genau. Ja, ist auch so lautmalerisch. Genau. Jetzt ist es da so dunkel, dass ich gar nichts mehr sehe. Schmeiß einfach rein, genau. Und ihr, würde ich sagen, guckt euch jetzt noch den Rest an. Wir schmeißen später noch ein paar Nudeln dazu. Und wir essen jetzt ein bisschen. Ihr könnt euch das noch anschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Mhm. Ja, cool. Water! Go, go, go.
Das war also jetzt unser Shabu-Shabu gekocht und gegessen. Wenn ihr euch anschauen wollt, was wir in den letzten 20 Minuten hier alles gelabert haben, gibt es hier drüben noch die als Bonusvideo quasi unseren Abend mit Fleisch und Japan-Laberei. Ansonsten kennt ihr das Spiel. Oben abonnieren, unten kommentieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!